Concorde-Himmelfahrtstreffen beginnt mit einem Microlino. Das Fahrzeug ist natürlich perfekt geeignet für Reisemobile, weil es sehr leicht ist. Grüß dich, Markus. Ja, hallo Sven. Herzlich willkommen bei uns hier bei Concorde auf dem Himmelfahrtstreffen 2023. Sehr schick, oder? Wir haben ein neues Produkt, was ideal dafür geeignet ist, ein Reisemobil mitzunehmen. Es ist elektrisch, L7E heißt, großes Kennzeichen, 90 km/h. Genau, 90 km/h ist für mich eigentlich ein vollwertiges Auto oder Fahrzeug zumindest. Also es hat 4 Räder, es hat ein Dach, man wird nicht nass. Das Coole ist, es hat, es hat Maße, bei denen man, wenn man es kauft, vielleicht damit rechnen müsste, dass Leute auf einen zukommen und sagen, darf ich mal reingucken? Also für Leute, die gerne allein bleiben möchten, ist das Auto ungeeignet. Das ist sicherlich so. Das liegt ja auch schon, ich sag mal, an der Formensprache oder an der Anlehnung an die BMW Isetta, dass das Auto natürlich polarisiert. So, da ist schon jemand drin. Da ist schon jemand drin. So, fahren kann man das mit jedem ganz normalen Autoführerschein. Das Besondere ist natürlich das Gewicht. Hast du mal reingeschaut? Ich habe nicht genau geschaut jetzt. Es wiegt unter 600 Kilo und es ist ja auch unter 3 Meter von der Länge. Von daher ist das ideal, um es auch in einem Reisemobil unter 7,49 Tonnen oder bis 7,49 Tonnen mitzunehmen. Was ich genial finde, auch die größeren, die ja größere Fahrzeuge könnten, ja, haben dann den Vorteil, dass es weniger Platz braucht und daneben noch E-Bikes, Motorräder, man kann beides mitnehmen. Genau, es wäre auch eine Möglichkeit, dass man praktisch die Waschmaschine davor stellt und das kleine Auto dahinter. Alles ist möglich. So, hinten hat man einen ganz großen Kofferraum. Zeig mal bitte. Ja, ich mache ihn mal auf. Sehr gerne. Fernbedienung dabei, da kann man einiges reinmachen. Also, um das fränkisch zu sagen, mehrere Kästen Bier würden hier reingehen. Ich denke mal, es sollte auf jeden Fall reichen. Oder auch Sprudel. So, das da ist. Und ja, umklappen kann man es wahrscheinlich nicht. Hallo? Du bist der? Leopold. Hallo Leopold. Ist das schön, das Auto? Ja. Warum? Sehr toll und alt. Gold. Das Coole ist, es hat keine Türen. Doch, eine. Es hat keine Türen, genau. Man kommt nie wieder raus, wenn man mal drin ist. So, wir werden das Fahrzeug gleich benutzen, um den großen Rundgang zu machen. Das ist der Knopf. Das ist der Knopf. Einmal drauf gedrückt, geht die Tür auf. So, man steigt von vorne ein. Hallo Leopold. So, das ist ja kein Spielzeugauto, oder? Ja. Richtiges Auto. Also man kann nicht wirklich sagen, was hier daran so richtig toll ist. Also, kann man nicht sagen. Ja. Ja, für dich ist das ja normal. Du kennst ja nichts anderes. Aber es ist ein sehr kleines Auto. Mhm. Leopold, du magst mal dich mal abschnallen und komm mal raus, dass man mal sieht, wie man hier aussteigt. Man kann auch einsteigen. Dann sollte man am besten nicht hier, sondern so. So, einfach rausgehen, vorne. Markus, wie groß bist du denn heute? Ich bin heute genauso groß wie gestern und wahrscheinlich auch so groß wie morgen, 1,88. 1,88, also ein großer Mann. Ich bin 1,83. Jetzt werden wir das Ganze mal ausprobieren. Film mich mal direkt drauf. Geh ruhig mal rein. Und reinsetzen. So, das Ganze unter microlino-k.com. Ich komme mal neben dich, das ist übrigens die Stereoanlage. Erstmal vielen Dank, Leopold. Dankeschön. Und ja, ich setze mich jetzt mal. Ah, das Golfkart. War das bequemer im letzten Jahr? Ja, zum Filmen. Aber jetzt machen wir ja mal ein Microlino. Da ist ein Griff, da ziehst du dran. Ja. Ach, der zieht elektrisch der zu. Der zieht elektrisch zu, ja. Krass. Guck mal, hier vorne ist der. Da ist so ein Display. Da ist auch noch eins. Da hat jemand den Scheibenwischer angemacht. Das Produktdesign ist schon cool, oder? Ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Guck mal, da ist noch ein Dach. Das kann man wahrscheinlich komplett rausnehmen, das Dach oder hochklappen. Rausnehmen nicht, aber du kannst das hier öffnen. Vielleicht nutzen wir das auch genauso, dass wir mal ein bisschen Frischluft hier reinkriegen. So, Handyhalterung ist dabei. Da ist ein Startknopf. Ist er bereit eigentlich? Bist du schon mal gefahren? Ich bin schon gefahren, na klar. Ich habe das Auto selber abgeholt in München. Der wird aktuell ausgeliefert in der Motorworld in München. Die kenne ich, habe schon gedreht. Ja, super Location. Und jetzt fahren wir mal einfach ein bisschen bei uns über den Hof. So, dann klemme ich mal auf. Das Himmelfahrtstreffen, was ist denn das? Das Himmelfahrtstreffen ist eine wunderbare Veranstaltung, wo wir unseren Gästen und Kunden die Möglichkeit bieten, sich mal wieder zu treffen. Hier bei uns, wir sind hier Gastgeber, sind sehr stolz darauf, dass so viele jedes Jahr immer wieder anreisen und wir damit auch hier, sage ich mal, eine einmalige Community haben. Und die Veranstaltung ist eine Mischung im Grunde genommen aus einem Treffen, was auf dem Platz stattfindet, so wie wir das klassisch kennen, wenn man einen Reisemobilstellplatz besucht,
und zwei Veranstaltungen, die wir hier am Abend machen, wo wir dann zum gemeinsamen Feiern einladen. So, wir werden gleich mal ab und zu mal aussteigen. Du hast selber Hunde? Ich habe selber Hunde, ja. Wie viele haben wir denn? Na, ich habe nur einen. Also wir hatten zwei, leider haben wir jetzt nur noch einen Hund. Ja. Und welchen Hund hast du? Jetzt habe ich einen Mops. Einen Mops? Ja. Wenn du mal wischst, ist da Wasser drin? Kann man spritzen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bestimmt ist da Wasser drin, aber wie das geht, weiß ich nicht. Bisschen Blüten drauf. Genau, draufdrücken. Drück mal drauf. Nö, geht nicht. Geht nicht? Aha, so geht's. So geht's. Aber es... Spritzen. Zu dir ziehen. Mach mal. Ja, und jetzt wischen. Und jetzt waschen. Geil, das funktioniert. Guck mal, jetzt werden wir noch nass. Das macht nichts. So, mal ein bisschen geputzt. Ja, Himmelfahrtstreffen heißt, ihr habt hier eine Händlermeile, so ein bisschen Aussteller. Genau, wir haben natürlich auch die Möglichkeit geboten, dass man sich über Neuigkeiten auf dem Markt informieren kann. Das heißt, wir haben hier diverse Hersteller im Bereich Elektro. Wir haben Fahrzeuge natürlich ausgestellt. Wir haben unsere Handelspartner da. Wir haben Zubehör da, sodass es hier also ein kurzweiliger Tag werden soll, wenn der Kunde sich hier... Sag mal, wie ist denn die Reaktion? Der hat ja Kennzeichen. Warst du mal draußen in der freien Welt? Ich war auch schon draußen in der freien Welt. Also es guckt natürlich jeder. Ja. Das ist auf jeden Fall klar. Und die Reaktion ist durchwachsen. Ne? Die einen sagen, das ist kein richtiges Auto. Und die anderen sagen, das ist ja total toll. Also für mich ist es ja so, du musst halt immer gucken, was ist denn eigentlich der Einsatzzweck und was ist eigentlich geplant. Natürlich ist das nicht das Fahrzeug für die Urlaubsreise, wo ich jetzt hier mit zwei oder drei Mann mit Gepäck dann nach Italien fahre. Aber um es eben mitzunehmen oder um hier im Stadtverkehr irgendwo Besorgung zu machen oder eben mobil zu sein, um eben trockenen Fußes zum Essen zu kommen oder in den Nachbarort zu kommen oder in die Weinberge zu fahren, da ist das eigentlich ideal. Absolut. Ja, es ist so im Prinzip die Verlängerung der letzten Meile, weil du stehst ja oft mit deinem Reisemobil auf einem Stellplatz, musst dann, ich sag mal, auch mal was einkaufen fahren, willst mal abends zum Restaurant fahren und es soll leicht sein. So, und das Ganze ist da natürlich wirklich optimal und es darf nicht so viel wiegen. Das ist ja gerade wichtig, wenn du die 7,49 Tonnen Klasse nimmst. Richtig. Also wir haben ja dadurch, dass es den Smart mit dem Verbrennungsmotor nicht mehr gibt, jetzt dort ein wirkliches Gewichtsproblem. Das Auto wiegt, glaube ich, um die 1000 Kilo. Also nicht der Microlino, sondern der Smart. Da ist noch einer, guck mal. Da ist noch einer. Komm, genau. Komm, wir stoppen mal gerade. Wir stoppen mal hier, genau, dann können wir hier mal... So, wir kommen mal raus zu euch, ja. Ist das okay? Ist das gut, das Fahrzeug? Ist total klasse. Warte, wir steigen mal aus. Steigen wir mal aus. Dass wir das mal sehen. So, was ist zu tun, um auszusteigen? Da vorne ist ein Griff. Knopf, genau, ja. Den, und dann geht die Tür elektrisch auf. So, ich steig mal aus. Ein Riesenausstieg. Du kannst also hier einfach komplett rausgehen. So, wenn du mal rauskommst, dann filme ich dich mal gerade. Also geht wirklich problemlos? Geht problemlos, ja. So, und man steigt ein rückwärts, nehme ich an, oder? Man steigt rückwärts ein, genau. Und das muss man ein bisschen üben, oder? So, der ist jetzt Silber, hat Schweizer Kennzeichen SH, Sven Herzog. Das kann sein, ich habe keine Ahnung, was das in der Schweiz bedeutet. Das werden wir gleich mal fragen. Hallihallo. Wer ist denn hier der Chef, du? Von Microlino? Immer der Pferd. Das ist gelogen, er ist der Chef. Er ist der Chef, ja. Wenn ihr mal so lieb seid, schlag mal gerade aus. Seid mal so nett. Ich habe mal eine Frage, weil das ist ja schon... Fahrzeug habe ich schon länger gesehen. Glaube, wird gebaut in Spanien. Stimmt Nein. das? Nein? In Turin. Mhm. Italien. Ich nehme alles zurück. Ja. Ja. Liebe Spanier, schade, Pech gehabt. Ja, die sind zu spät. So. Da kommt es auch her. Diese Fahrzeugklasse ist ja da quasi erfunden worden, Fiat 500. Das ist aber so ein bisschen nachempfunden dem BMW, oder? Ist eher Isetta. Also BMW hat es ja nur als Lizenz gebaut. Der Ursprung liegt tatsächlich bei der Isetta in Italien. Ist auch die Uridee, eine elektrifizierte Isetta. Und wurde jetzt letztes Jahr im Sommer mit der Produktion begonnen für dieses Fahrzeug in Turin. SH steht für? Schaffhausen. Hat der vorne ein Kennzeichen? In Deutschland ja. Die Deutschen haben gerne Kennzeichen vorne. In der Schweiz läuft es als Motorrad. Ja. Und die Motorräder haben ja nur hinten Kennzeichen. Brauchst du, wenn du damit in Deutschland fährst, vorne kein Kennzeichen? Nein. So, weil es in der Schweiz auch keins braucht. Ja, genau. Das ist ja auch geregelt. Ja. So, du bist jetzt mit gefahren. Du hast gesagt, total geil. Mir macht total Spaß, ja. Warum? Es ist so geräumig in dieser kleinen Kiste. Und es hat alles, was man braucht. Es ist nicht viel da, aber wir haben eben schon gesagt, back to the roots. Aber es ist einfach klasse. Mehr braucht man nicht. Hast du mal kurz drauf gedrückt? Ja. Und? Kompass? Ja. ist schon, wenn er will. Ja, tatsächlich hier so ein Booster-Knopf. Ja. Und, wo ist der Knopf? Ist da ist der Boost-Knopf. Ja. Und dann macht er ein paar Sekunden. Dann wird es rot hier oben drin und dann
gibt der Gas. Gibt der Gas. Ja, das Coole ist, das Design ist ja alles und das Design ist so sensationell toll. Also du warst noch nicht draußen in der freien Welt damit, oder? Nein. Nein. Was denkst du, was passiert, wenn du damit auf den Lidl-Parkplatz fährst? Also ich denke, wenn du mit dem Porsche zur Eisdiele fährst, machst du mit dem hier mehr Aussehen. Dann machst du schlankeren Fuß. Ja. So, ja cool. Erstmal vielen Dank. Dein Vorname? Michael. Michael, wo kommst du her? Aus Kempten. Aus Kempten? Kempen. Kempen. Kempen liegt wo? Am Niederrhein. Am Niederrhein. An der holländischen Grenze. An der holländischen Grenze. So, das ist die Stereoanlage. Finde ich auch alles cool gelöst. Ja, da kannst du dir den Sound abspielen, wenn du Sound haben möchtest. Motorsound. Motorsound? Ja, den kannst du vom Handy dann da drauf spielen und dann hast du dann auch Brumm Brumm hier drin. Krank. So, ich zeig das mal gerade. Du bist ein langer Mann. Wie groß bist du? 1,83. 1,83 und kein Problem, oder? Nein. So, kann man das Lenkrad einstellen irgendwie? Nein, kann man nicht einstellen. Das ist fest, auch aus statischen Gründen. Man hat in den ersten Prototypen das Lenkrad ähnlich wie bei der Isetta mit der Tür verbunden, dass es mit der Tür wegklappt. Die Isetta hatte ja dann so eine Klappfunktion fürs Lenkrad. Man hat sich dann für diese stabile Lenksäule entschieden. Ja, richtig toll. Also bisher, alles was ich gesehen habe, war extrem durchdacht. L7e kennt man aus China. Die bauen unglaublich viele L7e, aber so schön wie der und so funktionell und alles durchdacht und alles funktioniert. Weil die Form, die folgt ja der Funktion letztendlich hier extrem. Ja gut, wobei es ja ein Klassiker ist. Also das heißt, der Vater ist ja ein Fahrzeug, das aus den 50er Jahren kommt. Aber letztlich ist es das erste Fahrzeug in dieser Fahrzeugklasse, das nicht aussieht wie ein Behindertenroller. Korrekt, ja. Ist einfach so. Ja, weil die aus China, die kosten ein bisschen weniger, aber die sehen genauso aus. Ja. Ist so, also die Fahrzeuge sind tatsächlich für Leute mit Handicap entwickelt geworden und das ist einfach das erste schicke Fahrzeug und deswegen sind wir auch so als Wohnmobilisten und Concorde-Fahrer so angefressen, dass das einfach auch zum Flair des Fahrzeugs passt. Die Breite, was haben wir? 1,50 Meter breit, 1,50 Meter hoch und 2,47 Meter lang. So, das Coole ist, wenn du das in einem Reisemobil reinmachst, dann kriegst du noch was daneben. Absolut, ich habe es ihm gezeigt. Ich habe noch die Fahrräder daneben und einen riesen Auszug und man kriegt noch was davor. In der Smart Garage passt ja nur ein Smart rein, damit, wenn ich Glück habe und das Fahrrad teilweise zerlege, auch noch ein Fahrrad. Ich habe noch eine riesen Truma-Kühlbox vor dem Fahrzeug stehen, in der Smart Garage. Eine Heizung hat er auch? Selbstverständlich hat er eine Heizung. Ja. Es wird ihn zukünftig auch mit Klimaanlage geben, weil es gibt Länder, wo das einfach notwendig ist. Anti-Blockiersystem? Hat er nicht. Ja, er hat auch kein Airbag. Die Frage kommt sehr oft. Das ist ja lebensgefährlich. Das Ding hat nicht mehr ein Airbag. Aber das ganze Leben ist gefährlich. Und, du bei uns in Frankreich fahren die 45 km/h Citroëns ohne Airbag. Das ist ein L5-Fahrzeug. Ein L5. Das ist langsamer, das kann man nicht vergleichen. Die Reichweite hier? Der Microlino gibt es auch als L5. Ja, also in dieser 45-Kilometer-Klasse als Leichtfahrzeug. Die Reichweite hier ist 170 Kilometer mit der mittleren Batterie. 170? Ja. Echte? Ja, gut, das ist nach diesem E-Auto-Standard. Also ich habe jetzt 130 geschafft. Ja? Also der Tesla sagt, es fährt 500, das ist natürlich auch bloß 350 oder was. Es ist in der Tat ausreichend. Auch, wir waren an Weihnachten auf der Insel Elba und haben einmal die Insel umrundet mit einer Batterie. Aufladen dauert wie lange, wenn du zum Beispiel mal am Restaurant? Maximal 3 Stunden. 3 Stunden. Das heißt, wenn du mal 2 Stunden im Restaurant bist und du lieb fragst? Ja, und das ist noch spannend, wenn man lieb fragt. Und ich habe ein Ladegerät dabei, das zeigt dann die Kilowatt an, die ich verbrauche. Und wenn ich ihn dann volllade, dann habe ich 3 kW verbraucht. Also wenn ich das kW mit 50 Cent berechne, habe ich 1,50 Tank. Wenn ich dem Italiener dann noch einen 5er hinlege, dann bin ich Teil der Familie. Wow, und ich glaube, dafür braucht man wahrscheinlich gar nichts zu bezahlen. Winterräder braucht er? Ist empfohlen. Also das sind jetzt Sommerreifen. Also ich hatte über den Winter Winterräder. Es gibt auch einen Winterrädersatz auf Helge. Und es ist empfohlen. Also es ist ein Ganzjahresfahrzeug. Es ist kein Spaßmobil. Also wir nutzen das wirklich als echten Zweitwagen. Also es ist die Form und das Design ist es schon wert, muss ich sagen. Absolut. Preis um die 20, habe ich gehört? Fängt bei 16 an, je nach Ausführung, und geht bis 21 für die Pioneer Edition, wie er hier steht. Was da anders bei dem? Ja gut, er hat halt einen Haufen Gimmicks, hat noch so Bluetooth-Lautsprecher, hat dieses Schiebedach, hat veganes Leder. Also schön voll. Ja, also ist alles, was es da so gibt an Möglichkeiten. Es gibt dann abgespeckte Versionen. Wie ist dein Vorname? Sigmar. Sigmar. So, und du bist Concorde Club Schweiz. Mhm. Du vertreibst die Fahrzeuge? Nein,
Nein, ich bin nur ein Fan von diesem Fahrzeug. User, ich bin einer der Ersten. Der Vertrieb geht direkt über Maicolino, über die Homepage. Also sie haben einen Direktvertrieb und haben einen Importeur in Deutschland, die dann die Fahrzeuge ausliefern. Ist das der Dialekt von Schaffhausen? Nein, das ist ein schwäbischer Dialekt. Okay. Das heißt, du wohnst in der Schweiz? Ich lebe in der Schweiz, ja. Und bin auch Schweizer, ja. Sehr schön. Du bist Schweizer. So, da zeige ich das mal gerade, wenn du mal gerade einsteigst, bitte, dass man mal sieht, wie man reinkommt. Und dann ist ja die Frage, Markus, wie lieb man sich denn hat da drin? Wir haben ja nebeneinander gesessen. Wir kamen uns nicht zu nah, oder? Wir kamen uns nicht zu nah. Das ist bei der Breite von 1,50 doch schon durchaus in Ordnung gewesen. So. Und, der hat so eine Softlos-Mechanik. Er zieht ihn dann selber zu wie der Maybach. Ja? Ja. Also das heißt, du brauchst die Tür nicht zuknallen und die. Das ist jetzt Profi-Effekt nochmal. Es war jetzt zu schnell hintereinander. Da. Es hat eben zweimal funktioniert. Ja. Das ist immer, wenn du es zeigen willst. Und dann zieh das zu. Ja. So. Ich muss mal ganz einfach mal. Jetzt hat er entriegelt, das war nämlich so. Problem. Jetzt hat er's. So, das ist wichtig am Campingplatz, dass du nicht dauernd die Türen auf und zu knallst und so, ja. Genau. So, Praxis, würdest du nochmal kaufen? Jederzeit. Jederzeit. Und ich bestelle ihn gleich. So, dann fahrt mal los. Ich guck mir das mal an. Ja, wenn man folieren würde, so viel Folie brauchen wir nicht. So viel Folie brauchen wir nicht. Und wir haben uns ja für das Blau-Weiß entschieden, was auch klassisch Concorde-Farben sind. Und wir haben es letzte Woche bekommen, deswegen werden wir ihn jetzt dann noch bekleben. Ja, aber... Sieht ja auch so schön aus, aber mit Concorde natürlich ja, Design. Da schon nochmal ein Diamant von uns drauf. Ne? Absolut. Ja. So, Reisemobile hoch 2, Reisemobil 2.ch, Schaffhausen, jetzt haben wir viel gelernt. Komm, wir steigen nochmal ein. Das Licht ist Full LED. Es ist so cool. Und geh mal wieder vor. Ne? Was ich geil finde natürlich, das ist ja nicht nur fürs Reisemobil, sondern du kannst ihn ja dann zu Hause ausladen und einfach verwenden.